Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Wir sind ja mittlerweile wirklich schon sehr weit. Es könnte gut sein, dass das die letzte Folge ist und dass wir dann danach nochmal so eine richtig schöne Tour durch unseren Park machen und alle Filmszenen versuchen nochmal so gut wie es geht nachzustellen. Ihr seht übrigens gerade, wie ich hier ein... Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wie ich hier einen Kompi zurück in seinen Bereich bringe, weil er hat sich ein bisschen verlaufen und hat deshalb niedrige Gesundheit, weil er halt kein... Futter mehr hat. Ich finde es übrigens total witzig, dass so ein kleiner Kompi mit so einem riesen Helikopter transportiert wird. Dieses Seil, wo dran er hängt, ist einfach größer als er selber. Das ist irgendwie total bescheuert. Naja, ich weiß jetzt auch nicht, warum der sich verirrt hat, wenn ich ehrlich bin, weil die sind hier wirklich schon Ewigkeiten in diesem Bereich geblieben. Sie haben ja auch nicht wirklich einen Grund wegzugehen, weil hier ist Trinken, hier ist Fressen und die sind ja relativ klein, deswegen wandern die auch nicht so viel. Das war jetzt nur der eine, der sich irgendwie verlaufen hat. Kein Plan, woran das liegt, aber wird hoffentlich nicht weiter vorkommen. Ich hoffe, wenn er jetzt gleich landet, wird er nicht hier bewusstlos werden und sterben, sonst müssen wir da gleich nochmal uns drum kümmern. Ihr habt aber wieder richtig viel in die Kommentare geschrieben. Ich habe auch wieder jeden einzelnen Kommentar gelesen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die neuen Namen hier ein von unseren freigelassenen Dinosauriern vom letzten Mal. Da haben wir, wo ist der? Da haben wir ihn. Das erste und letzte Zeichen ist der Name. Auch mit einer sehr schönen Begründung, also ein ganz toller Kommentar. Den haben wir auf jeden Fall. Und dann hatten wir noch 7 weitere Paras. Die müssen wir jetzt auch erstmal finden. Da haben wir einmal Michael Crichton. Oder Crichton. Der ist leider schon gestorben, aber das ist der Autor, Regisseur. Fragt mich nicht. Eins von beiden. Hat mir auf jeden Fall auch in die Kommentare geschrieben. Richtig cooler Name. Dann haben wir Madeleine. Die hat sich auch noch verewigt hier. Dann haben wir Kahn Protzig. Hamstan 88. Rob. Pineus. Und zu guter Letzt New Mexico. Wenn ich richtig gezählt habe, müssten das jetzt 7 sein. Ja, Safaria war schon vom letzten Mal. Perfekt. Jetzt haben wir alle Dinosaurier, die hier in unserem Jurassic Park leben sollen, benannt sozusagen. Ist echt cool. Also jeder hat einen Namen von euch bekommen. Finde ich mega toll. Ich weiß nicht, ob wir später noch ein paar Kompis oder... Oh. Oh, oh, oh. 20 Leben. Der ist bewusstlos und stirbt. Okay, da müssen wir nochmal schnell hin. Ich weiß nicht, ob ich noch ein paar Kompis später freilassen werde. Das wollte ich von sagen. Aber das werden wir dann sehen, denke ich mal. Behandeln ihn mal. Zum Glück geht das mittlerweile auch mit dem Helikopter. Das ist super praktisch geworden. Da kann man jetzt auch betäuben, behandeln. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Ich habe hier auch ein bisschen weitergebaut. Ein bisschen rumprobiert. Sieht jetzt alles schon ein bisschen idyllischer aus, wie ihr seht. Alles ein bisschen mehr bepflanzt. Sieht schon sehr nach Urlaub aus, finde ich. Also ist schon ganz gut geworden. Aber wir haben ja noch einiges zu tun heute. Ihr habt unter anderem auch noch reingeschrieben in die Kommentare, ob ich hier nicht einen helleren Weg verwenden könnte, damit das Ganze so ein bisschen mehr hier diese Farbe annimmt, dieses hier hat. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber ich finde es gar nicht so schlimm, dass die sich abheben. Ich habe auch mal geguckt, so der Weg, der am meisten daran kommen würde von der Farbe, wäre dieser her. Hier. Und der ist leider ein bisschen breiter und der ist teilweise nicht kompatibel mit den Jurassic Park Gebäuden. Ist mir aufgefallen, wenn man die so verbinden will. Also man sieht ja ganz gut, der Weg ist viel, viel breiter als hier der Weg von dem Geschäft. Also von der Toilette hier. Und dann kann man das nicht so richtig verbinden. Hier vorne habe ich das tatsächlich so ein bisschen angewendet bei den Hotels. Da sieht das ganz cool aus. Aber bei einigen Läden funktioniert das nicht so ganz, deswegen werde ich, denke ich mal, bei der Wegfarbe bleiben. Einige haben reingeschrieben, wir sollen noch das E-Stock bauen, also den Weg dahin. Andere haben geschrieben, wir sollen es weglassen, ist keine Schlüsselszene. Müssen wir mal am Ende gucken, ob ich das noch mache oder nicht mache, da bin ich mir noch unsicher. Und dann habt ihr noch reingeschrieben mit der Ranger-Station. Da habe ich euch das ja beim letzten Mal gezeigt, dass die unterschiedlich aussehen. Das liegt an den Modifikationen der Ranger-Station. Werde ich euch gleich aber auch noch zeigen, also keine Sorge. Jetzt erstmal gucken wir nochmal ganz kurz, ob es dem Kompi soweit gut geht. Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube, er hat sich erholt. Oh, die gehen jetzt voll weit weg. Ich glaube, wegen dem Helikopter kann das sein, dass die Angst hatten. Weil hier gerade der Helikopter hingeflogen ist. Oh, das könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe mal, die finden den Weg zurück, sonst haben wir gleich wieder ein weiteres Kompi-Problem. Vielleicht müssen wir dann mal den ein oder anderen Futterspender hier auch noch
im Park verteilen, dass die zumindest nicht verhungern und verdursten. Weil die sollen ja ruhig frei rumlaufen, da habe ich absolut nichts dagegen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier wieder an unseren Urlaubsort, nenne ich es mal, und machen uns da mal so ein bisschen an die Arbeit. So Feinheiten und sowas, das werde ich später alles nicht im Video machen. Also so Lampen platzieren, alle Büsche und sowas genau machen, weil ja, da muss ich teilweise dann auch noch was entfernen, sonst sieht das teilweise ein bisschen zu dicht begrast aus und sowas. Aber das werde ich alles dann nicht im Video machen, weil es sonst einfach zu lange dauert, wenn ich hier jede Kleinigkeit aufnehme. Wir machen jetzt erstmal oder versuchen jetzt erstmal den Grundriss hier durchzuplanen, weil wir haben noch einiges zu tun. Wir müssen hier noch was hinbauen, hier muss noch was hin und hier dieser Weg muss noch was hin. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Kleinigkeiten zu tun, die ich dann einfach, denke ich mal, so erledigen werde. Ihr werdet ja später dann auch den Spielstand von mir bekommen und dann sollte das ja alles kein Problem sein. So wollte ich das, weil ich möchte hier gerne noch so eine Kurve hinmachen, dass ich hier noch irgendwie so einen runden Platz oder sowas hinbaue. Wo wir so ein bisschen Wasser in die Mitte machen, das würde ich mir, oder könnte ich mir ganz cool vorstellen. Der darf nicht zu klein und auch nicht zu groß werden. Weil ich will außenrum auch noch ein paar Gebäude platzieren. Ich mach den mal so hin. Bevor ich das jetzt verbinde, das ist jetzt ein Halbkreis, mache ich mir mal eben Zwischenstücke rein, weil ich möchte den gleich ein bisschen breiter machen, den Weg noch. Nicht so einen einfachen Weg. Nicht mal ein bisschen langweilig. So, das sieht doch ganz gut aus. Meint ihr, das reicht von der Größe? Ich glaube schon. Machen wir jetzt hier außen rum. Das klappt perfekt. Okay, das ist nice. Das, wir können hier wirklich so einen schönen doppelbreiten runden Platz bauen. Der ist vielleicht jetzt nicht ganz perfekt von der Rundung her, aber ich bin mehr als zufrieden damit. Ich glaube, ich mache den mal in einer anderen Farbe. Ich mache so eine dunkle Farbe. Oh, da sieht man noch eine Lücke. Ich glaube, ich mache eher diese Farbe hier. Die finde ich ein bisschen cooler. Die Lücke muss natürlich noch verschwinden. Okay, perfekt. Lücke ist weg. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen runden Platz. Den verbinden wir jetzt mal hier mit unserem Hauptweg. Können wir eigentlich direkt so machen. Wunderbar. Da können wir jetzt hoffentlich gleich noch was außenrum platzieren. Hier können wir auch noch ein paar Büsche notweg entfernen, würde ich fast sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht zu weit weggegangen bin, aber nee, eigentlich passt das schon. Machen wir hier mal Wasser rein. Ah, der Kreis ist ein bisschen zu klein. Ich glaube, ich muss das doch nochmal ein bisschen überarbeiten. So, jetzt ist der Kreis schon mal ein bisschen größer. Auch das verbinden wir nochmal eben hier mit unserem Hauptweg. Ich glaube, ich mache das so ungefähr. Und dann hier noch das Stück. So, sehr schön. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Jetzt haben wir hier nämlich in der Mitte nochmal so ein schönes Wasserbecken. Da wird dann irgendwie vielleicht eine, oder so ein Baum. Nee, der ist zu groß. Ich denke mal, so eine Palme oder so reinkommen. Und dann noch ein paar Büsche, vielleicht Sand statt Erde hier hin. Den Kompis geht es übrigens sehr gut. Die haben sich wieder hier in dem Bereich eingefunden. Also das scheint alles geklappt zu haben. Der T-Rex ist jetzt auch viel hier oben in diesem Bereich. Schläft jetzt auch hier. Finde ich mega cool. Also momentan klappt hier in unserem Jurassic Park wirklich sehr viel. Ich glaube, das Endergebnis später wird richtig gut werden. Wir sind ja auch schon kurz vor Ende. Also die ganzen Feinheiten und so kommen zwar noch, aber ich denke mal, da kann nicht mehr so viel passieren und schief gehen, dass das später doof aussehen sollte. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich möchte jetzt nämlich hier so ein paar Hotels reihum um diesen Kreis verteilen. Das soll möglichst gleichmäßig und gut aussehen. Ich glaube, wir müssen jedes Hotel so ein bisschen nacheinander platzieren. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwie was hinmache oder nur Bepflanzung oder noch einen Weg irgendwie abgehen lasse, weil eigentlich habe ich hier schon relativ viele Gebäude, ne? Ich habe hier zwei Cafés, einen Souvenirladen, zwei Toiletten, zwei Hotels schon. Hier kommen noch drei Hotels hin. Und da muss ich mal schauen. Ich finde das hier aber schon mal ziemlich cool mit diesem Runden. Haben wir wenigstens so ein bisschen Deko. Man muss sich ja bei Jurassic World Evolution sowieso immer so ein bisschen behelfen, was Deko angeht. Weil es halt nicht viele Möglichkeiten gibt, zu dekorieren. Aber wenn wir jetzt hier noch ein paar Pflanzen reinmachen. Was sagen hier diese hellen Pflanzen? Oder diese schönen Blumen. Ich
So, das sieht doch schon jetzt recht idyllisch aus, oder? Ganz schön. Sieht super aus. Hier dieser andere Weg. Was sind das eigentlich für dunkle Punkte hier? Sind das Lampen? Weiß ich gar nicht. Platzieren wir das zweite Hotel eben. So, das muss jetzt ungefähr gleichmäßig, dass es gleichmäßig aussieht, hier platziert werden. Alle so reihum hier hinkommen. Denk mal, so ungefähr, das dritte kommt dann gleich hier hin. So, die drei Hotels stehen jetzt hier einigermaßen gleichmäßig. Es hat sich noch einiges geändert, wie ihr seht. Also der ganze Komplex ist ein wenig mehr größer geworden. Ich habe das Wasser hier noch um einiges erweitert, einmal komplett drumherum. Dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen idyllischer, wie ich finde. Hier hinten habe ich sogar nochmal so einen kleinen Strommast eingebaut. Ich weiß gar nicht, wie ich das später mit dem Stromnetz handhaben werde. Bin ich mir noch unsicher. Aber das ist jetzt erstmal so unser kleines Urlaubsresort. Und ich finde, es ist eigentlich ganz cool geworden. Sieht auf jeden Fall sehr entspannend und idyllisch aus. Hier ist auch noch ein Schutzbunker, hier noch ein paar Toiletten und so weiter. Ich werde hier auf jeden Fall noch die ein oder andere Änderung vornehmen, weil das ist mir teilweise auch, glaube ich, noch ein bisschen zu viel, was Bepflanzung und so angeht. Aber muss ich dann nochmal schauen. Da kommen auch noch Lampen und sowas hin. Aber das werde ich nicht jetzt machen. Wir machen uns jetzt nämlich an den nächsten Bereich. Und als allererstes dafür sollten wir, glaube ich, erstmal hier diese Strecke weiterführen. Das ist, glaube ich, jetzt so mit am wichtigsten. Hier die Strecke einmal durchführen. Hier lang. Und dann wird die nicht mehr mit Asphalt sein, die Strecke. Und dann hier verbunden einfach. Es geht, ne? Ich bin auch am Überlegen, ob wir noch hier einen Zaun ziehen. Anlang der Strecke. Aber bis jetzt haben sich die Dinosaurier eigentlich nicht wegbewegt. Also eigentlich ist das relativ entspannt. Ne, scheint eigentlich alles zu funktionieren mit den Sauriern. Das ist ziemlich cool. Hier geht es auf jeden Fall in den nächsten Bereich dann. So, den Weg habe ich jetzt mal durchgeführt. Ich glaube, ich werde hier nochmal sowas wie einen kleinen Durchgang bauen. Mit Zäunen. Den kann man auch wieder hier mit diesen Zäunen. Einfach sowas wie ein kleines Tor kommt hier hin. Muss jetzt auch echt nichts Besonderes sein. Jetzt sind wieder blöde Einrasspunkte. Da machen wir das anders. Tricksen wir das Ganze einfach aus. So, und jetzt verbinden wir die beiden. Jetzt haben wir hier nämlich eine schöne Gerade. Die müssen wir jetzt nur auf die andere Seite noch kriegen. Einigermaßen. So. Erster Einrasspunkt. Und so, perfekt. Dann passt das doch. Und das können wir sogar dann später verbinden hier mit dem Zaun. Dieser Seite. So, dann führt hier nämlich der Zaun einmal komplett durch. Oh, hier ist noch ein bisschen huggelig. Ich muss später sowieso noch so viel überglätten und so viele Kleinigkeiten machen. Wenn man so einen Park baut, da hat man echt viel zu tun. So, bauen wir hier einfach mal so ab. Mit einem etwas kleineren Zaun. Muss jetzt auch kein krasses Tor sein. Einfach nur, damit man später auf der Tour so ein bisschen Abwechslung hat und nicht immer nur durch Wald fährt, weil ich das immer ein bisschen langweilig finde. Gucken wir mal, dass wir hier mittig noch einen Rastpunkt hinkriegen. Wunderbar. Hier machen wir es genauso. Mittig, einfach den Zaun hier weg. Oh, hier wird natürlich dann der ganze Wald entfernt. Aber so sieht dann das Tor letztendlich aus. So, ganz schnieke. Ein feines kleines Tor. Müssen wir natürlich wieder versuchen, das Ganze hier möglichst gut zu verstecken. Und als nächstes machen wir uns dann jetzt an den Industriebereich. Den müssen wir einmal durchplanen, was wir alles an Gebäuden brauchen und wo das Ganze hin soll. Wir müssen auf jeden Fall überlegen, dass hier ist noch dieser Fluchtweg vom Tyrannosaurus Rex Gehege. Den müssen wir eigentlich nochmal so ein bisschen bewaldet lassen. Am besten wäre es echt, wenn der hier vorne am Rand entlang gehen würde. Sollen wir das Ganze hier entlang machen? Weil das ist ja auch nochmal eine Szene im Film, die ich auf jeden Fall darstellen möchte oder nachstellen möchte. Versuche hier einfach am Rand zu bleiben. Und dann kommt man hier raus oder so, würde ich sagen. Und hier versuchen wir dann auf dieser Seite noch Bäume zu haben, dass das Ganze dann vom Industriebereich so ein bisschen abgegrenzt ist. Also hier muss dann natürlich noch ein bisschen frei sein. Aber das darf ruhig ein dichter Dschungel sein.
Ich fahre ja auch durch so einen dichten Dschungel. Hier darf halt nur kein Gras und sowas liegen. Aber das entferne ich dann gleich alles. Wir planen jetzt erstmal das Ganze so ein bisschen grob. Weil so viel Platz ist hier gar nicht mehr, wie ich mir vorgestellt hatte. Wir haben auch das Problem, dass hier noch relativ viele Höhenunterschiede sind. Das heißt, wir müssten hier erstmal gucken, auf welches Höhenniveau wir das Ganze bringen. Ich würde fast sagen, gar nicht so hoch. Weil je höher wir gehen, desto mehr Platz geht hier verloren. Na, wir schauen erstmal, was wir hier unterbekommen. Die sind ja zum Glück nicht ganz so groß, diese Gebäude. Davon möchte ich gerne eigentlich 3 Stück haben. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, wie man die verändern kann. Diese Gebäude. Ganz cool. So, ich versuche es auf jeden Fall vom Winkel her gleichmäßig zu machen. Klatsche ich noch eins daneben. Wir müssen die auch einzäunen, die Gebäude. Weil die Jeeps würden ja sonst immer wieder zurückkehren. Und das wollen wir ja gerade nicht. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Ich überlege gerade, ob ich die einfach stumpf nebeneinander platziere, die 3 Dinger. Ich weiß halt nicht, wie das aussieht. Können wir mal ausprobieren. Ja, schon das erste fertig. Das ist super. Na, komm schon. So. Das wäre Nummer 3. Es wäre hier auf jeden Fall noch dicht. Man würde hier nicht durchgucken können. Und wenn wir das jetzt verändern hier, dann soll sich das Gebäude wohl verändern. Das habt ihr in die Kommentare geschrieben. Ah, Nachladetempo ist ein Turm. Okay. Jetzt will ich jetzt nochmal Nachladetempo. Oh. Kann ich das unterschiedlich verändern? Nee. Wenn es voll ausgebaut ist, kriegt es hier noch Solarplatten. Ich glaube, es ist egal, was ich da reinmache. Ja. Interessant. Also sieht das Ganze natürlich jetzt schon krasser aus, ne? Ich wurde auch schon häufiger gefragt, wie man es schafft, dass die Jeeps nicht zurückkehren zu ihrer Station. Habe ich euch ja gerade schon gesagt. Man muss halt das Ranger-Gebäude im Prinzip einzäunen, sodass sie halt keinen Weg mehr zurückfinden. Der leichteste Weg ist, wenn man das zumindest einigermaßen schön einzäunen will, erstmal die Jeeps einzubauen. Dann hat man halt seine Ruhe, kann das alles in Ruhe machen. Ihr seht das ja, wie ich das hier gerade handhabe. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht gegen die Wand fahre. Weil ihr müsst halt bedenken, mittlerweile hat man einen Zustand unten links. Und wenn die halt nicht zurückkehren können, können die sich auch nicht reparieren. Das heißt, die werden jetzt immer bei 99% bleiben, weil ich gegen die Wand gefahren bin. Aber das ist ja halb so wild. Ob da jetzt 1% fehlt oder so, das macht ja jetzt nichts. Solange das nicht total beschädigt ist, das Auto, ist das, denke ich mal, alles völlig in Ordnung. Ich kann dann wahrscheinlich auch später keine Wege hier abführen. Mal so würde ich jetzt hier noch so schön Wege wegführen, aber dann kann ich das ganze Ding nicht einzäunen. Ich weiß halt jetzt gerade nicht, wie ich das handhaben werde. Ich muss aber auch sagen, dass mir dieser Ranger-Bereich vom optischen her jetzt auch nicht so mega wichtig ist. Also wenn das jetzt nicht richtig krass gut aussieht, ist es mir ja eigentlich egal. Bin ich ganz ehrlich. Hauptsache, die Filmszenen sind später perfekt. Und ich denke mal, da sind wir schon ziemlich gut dabei, dass das richtig gut aussieht. Kann man hier noch zwischen diese Dinger eigentlich bauen? Ich habe die voll dicht aneinander platziert. Ich könnte es halt auch einfach so lassen. Ich müsste mir jetzt hier nicht eigentlich die Mühe machen und noch diese Fake-Tore da einbauen, weil das halt immer sehr friemelige Arbeit ist. Ich möchte jetzt auch bald mal zum Abschluss kommen mit dem Projekt, weil wir natürlich auch noch weitere Projekte geplant haben. Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, Jurassic World. Man könnte alles noch nachbauen. Das ist echt krass. Ich hoffe noch, dass einige coole Mods rauskommen. Ja, jetzt müssen wir mal eben schauen. Jetzt können wir es eigentlich schon wieder entfernen. Ich habe das Ding jetzt ja schon eingezäunt soweit. Ich will hier, wie gesagt, noch das Erdwärmewerk eigentlich hinplatzieren. Was jetzt ein Problem ist, weil die Jeeps hier alle im Weg stehen. So, ich habe die Ranger-Teams alle einmal zur Seite gefahren und habe sie auch gerade wieder benannt nach den alten Namen, wie ihr seht. Das habe ich nicht vergessen. Allerdings haben wir noch 2 Ranger-Teams, die noch keine Namen haben. Das heißt, ihr könnt noch in die Kommentare schöne Namensvorschläge schreiben für den Fahrer und für den Schützen einmal. Also jedes Ranger-Team braucht 2 Namen, so wie hier Phil Tippett und Dennis Murin oder Murin. Genau, das wäre richtig cool, wenn ihr noch was reinschreibt. Ist sozusagen jetzt noch eine der letzten Chancen, sich hier zu verewigen. Ich bin nämlich gerade noch am Überlegen, ob ich noch gleich vielleicht den ein oder anderen Dino freilassen werde. Überlege, ob ich noch Kompis freilassen soll. Oder,
Weiß es nicht. Ich darf hier eigentlich gar nicht so... Wir müssen mal gucken. Ich muss eigentlich relativ nah dran bauen, weil wir brauchen hier noch Platz für den Weg später. Das ist jetzt das Erdwärmekraftwerk. Ich habe mir auch noch nicht überlegt, ob ich noch Stromverbindung hier legen soll oder nicht. Weil ich weiß gar nicht, ob man im Jurassic Park Film irgendwann mal richtig Strommasten sieht. Ich glaube eher nicht, wenn er nur in den allerseltensten Fällen. Machen wir das mal eben so. Hier noch so ein Stück weiter. Hier noch so ein Stück weiter. Dann machen wir hier einfach die Ecke ein bisschen schräg. Ich denke mal, das ist eine gute Sache, wenn wir das so machen. Hier kommt dann ungefähr das Tor rein. Hier ist dann das Erdwärmekraftwerk. Und hier führt dann auch dieser Weg hinein. So, oh. Wir glätten das natürlich hier gleich auch nochmal alles über, dass das hier vernünftig ist vom Übergang. Aber das ist jetzt erstmal halb so wild. Kann man eigentlich hier dran vorbei? Oh, kann man auch schon. Die sind echt cool, diese neuen Jurassic Parkgebäude, muss ich sagen. Nicht schlecht. Dann machen wir das natürlich. So, hier die Ecke weg. Vielleicht können wir da gleich auch noch irgendwas hinmachen. Vielleicht hier so ein weiteres Stromding oder so. Dass das hier ein bisschen spannender aussieht. Ich mache das hier einfach schräg so davor. Binden wir die mal. Hier wird dann da später auch noch der ein oder andere Busch und sowas reinkommen. Vielleicht werde ich auch noch den Untergrund oder sowas anmalen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, gerade nicht so mega mein Hauptaugenmerk. Das sind alles so Sachen, die kann ich auch noch außerhalb des Videos machen. Aber das ist doch schon ganz schön geworden, was wir heute gebaut haben. Das ist hier der Besucherbereich. Dann haben wir hier den Industriebereich. Wir müssen jetzt nur noch gucken, dass dieser Weg bleibt. Und dann sind wir schon, bis auf diese paar Grundsachen, so gut wie fertig mit unserem Jurassic Park. Ich bin echt zufrieden. Also ich bin gespannt, wie gut wir später die Szenen alle aus dem Film nachstellen können. Aber ich glaube, das wird echt nice werden. So Leute, ich fahre jetzt nochmal die Jeeps alle an ihre Position, wo sie dann später stehen sollen. Denkt auf jeden Fall daran, für die zwei letzten Jeeps schöne Namensvorschläge in die Kommentare zu schreiben. Das hier wird nämlich die letzte Baufolge sein. Wir sind nämlich jetzt mit allen Filmszenen soweit durch. Es gibt natürlich noch die ein oder andere Kleinigkeit zu erledigen, aber das werde ich dann alles außerhalb des Videos machen. Und dann werde ich euch am Ende nochmal den ganzen Park präsentieren. Da werden wir nochmal versuchen, alle Filmszenen nachzustellen. So gut wie es geht natürlich. Und ich werde für euch auf jeden Fall auch das Safe Game zur Verfügung stellen, damit ihr euch das Ganze natürlich auch mal angucken könnt oder das Ganze umbauen könnt oder auch mal ausprobieren könnt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie gut das am Ende alles so werden wird. Ich glaube aber, wir haben wirklich gute Arbeit geleistet, Leute. Das war es soweit mit unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Ich hoffe, das Projekt hat euch Spaß gemacht. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in dem nächsten Parkbauprojekt wieder. Ich freue mich schon tierisch darauf. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.